Ja, wir sind wieder da. Wir haben wieder den Jay, haben wir ja gestern schon gesagt. Der Jay hat sich eine neue Mannschaft geholt und ich bin eigentlich schon am Spekulieren seit über einer Woche, dass der Jay sich ja auf jeden Fall Italiener holt. Der muss eigentlich, weil letztes Jahr hat er so eine Phase gehabt, da hat er sich Italiener gekauft, einfach so aus Frust, weil er mit den Engländern, glaube ich, auch nicht klargekommen ist. Und das hat diesmal eigentlich ganz gut ausgekommen, weil er jetzt auch nicht damit klarkam und jetzt muss er sich eigentlich Italiener kaufen. Ich habe ja auch Klose und Mikuli IF, ne? Ah ja, stimmt, du hast auch Klose und Mikuli IF. Mhm. Würde sich und ich habe meine Mannschaft Team Mafia genannt. Ja, das wusste ich ja noch nicht. Also Jay ist eigentlich der Serie A-Kandidat. Ja. Die sind auch im Moment ganz günstig. Aber nicht ganz. Da hat er sich Eto'o gekauft, die Sau, ey. Die sind so billig, dann ist der Hammer, die ganze Mannschaft 50 gekostet oder so. Ah ne, Quatsch, der Torwart ist der EF, der war aber teurer. Ja Leute, also von Jay der Tipp, wenn ihr nicht viel Geld habt und geile Spiele haben wollt, kauft euch... Ja, 4-1-2-1-2 kostet, also der Eto'o kostet normalerweise 20. Und als 4-1-2-1-2 kostete der 30. Dann. Jawohl, und da macht der Eto'o... Und da ist er! Samuel Eto'o, der unfassbar beim Weltfußballverein Anschri Machatschkala oder so spielt. Aber das kann doch nicht sein, wie der sich da durchsetzt. Ja. Überraschung. Ja, du bist jetzt wahrscheinlich ein bisschen perplex, ne? Bin ich leider wirklich und leider bin ich auch ein bisschen perplex. Ich hab ein paar Mal gegen Russen gespielt und er mich ein bisschen abgezogen. Alter, wie schnell ist denn der? Willst du mich verarschen? der Dumbia kostet, als CF hat er bei mir 9000 gekostet. Ich habe ein bisschen gehandelt, muss man sagen. Also die Preise sind ein bisschen drunter. Und er hat 91 Tempo. Alter, und irgendwas mit 75 Schuss oder sowas. Also der hat eigentlich die Reus-Werte. Kostet aber dann 10.000. Also muss ich mich jetzt hier voll umstellen auf komische Russen. Na, auf Speed. Aber Tor. Nein, da kocht er den da nicht. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Bin gespannt, wie der Torwart ist. Der hat dieselben, als IF dieselben Werte wie Neuer. Was? Außer Abstoß. Mhm. Ist aber ein bisschen kleiner. Und ich bin der Meinung, dass die Größe beim Torwart wichtig ist. Aber ich bin gespannt, wie der hält. Der ist ja auch nur eine 85 und keine 87 wie Neuer. Oh, aber die Abwehr ist für den Arsch. Ja, die Abwehr ist echt ein bisschen einfach, aber irgendwie steht. Ich habe gestern einen Russen-IF-Verteidiger geholt. Der hat nur 55 Tempo, aber er hat nur 9.800 gekostet. Die kann ich ablegen für 10.000. Echt? Nice. Habe ich per Zufall gesehen. Da dachte ich mir auch, komm. Alter, wie behindert hat er den denn angenommen? Also wenn ich den dann, wenn der wirklich gar nicht irgendwie steigen sollte in den nächsten 5 Monaten, dann lege ich den einfach ab. Hast du ja immer noch Gewinn gemacht. Ja, quasi. Wenn ich irgendwann mal 10.000 zufällig brauche. Alter, was war das denn für ein Crapshoes? Kommt der da voll angerannt und dann macht der Sonnteil. Ich musste, also, wie gesagt, ich finde ein bisschen schade, die haben ziemlich, also die haben erst 5 IFs, ja, die Russen. Davon habe ich jetzt 2. Die anderen beiden IFs sind Honda, das ist mein ZOM. Der Honda ist echt schon geil. Der ist schon ziemlich geil, der ist aber aus der ersten Woche leider. Das heißt, der ist jetzt schon bei 90.000, der hat irgendwie 40.000 noch vor 10 Tagen gekostet. Das ist schon, das bezahle ich mir schon. Nee. Das würde ich schon nicht mehr bezahlen, da muss man ein bisschen warten. Alter, Hulk, was war das denn? Ist auch, brauche ich überhaupt nicht. Ja, der. Bam! Boah, der hält aber gut. Der hält auch gut. Ich hab mir, ich hab ja gescoutet, ja, beim 6-1 gegen Irland. Da habe ich nach Iren gescoutet, ja. Da habe ich mir hier den McGeady überlegt. Der ist auf jeden Fall geil, den hatte ich bei der irischen Mannschaft ja auch in der EM. Und der war, glaube ich, der einzige Spieler mit dem Long, der irgendwie da richtig geil war.
Na, Keen ist ja auch noch da, aber der ist wahrscheinlich FIFA nicht mehr so geil, aber der ist ja da bei denen, der Top-Team. Ja. Ne, McGeady ist 5-Sterne-Skiller. Gut, das hilft. Und der ist auch richtig schnell. Das hilft mir blöderweise nicht, weil ich ein Noob bin, was Tricks angeht. Also richtiger Noob, ich kann keinen Trick. Ach komm schon. Das werdet ihr ja gemerkt haben. Echt, für so ein Pisselscheiß macht er dann faul. Oh. Uiuiuiui. Ja. Sonder hat 90er Werte. Beidseits. In Schussstärke und Freistoßpräzision. Also die sind ohne Scheiß. Die Russen sind total krass. Was? Der Tor ist auch richtig übel. Also du kannst nicht eine Ersatzmannschaft aufbauen. Ja, dafür haben die nicht genug Spieler zugute. Aber die haben halt teilweise so ein, zwei Spieler, die sind schon pervers. Also der Eto'o macht auf jeden Fall einiges als Stürmer. Und ein anderer mit 91 Tempo ist ja auch schon... Nein! Ja, hast du mich gefoult da im Strafraum? Ja, auf jeden, habe ich auch überhaupt nicht so gesehen. WTF, was macht der denn? Da drücke ich nach vorne links köpfen und wo köpft er hin? Habe ich den Ball wieder nicht an. Und jetzt bin ich auch noch verletzt. Boah. Komm schon! Ah, Mann, der hält echt gut. Echt gut. Wie gesagt, der hat dieselben Werte wie Neuer. Für so einen Russen? Komischen Typen. Ja, der hat... Damn. Ich hab den natürlich jetzt Freitag gekauft. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Der hat 40.000 gekostet. Allerdings war laut FIFA Database der bei 50.000. Heißt, ich hab den auch ein Schnäppchen gekriegt. Aber wer weiß, ob das noch ein Schnäppchen ist am Sonntag. Ja, kann sein, dass die noch bis 10 runtergehen, wer weiß. Nee, das glaube ich nicht, weil das ist der beste Torwart. Der hat hier dieselben Werte wie Neuer. Das stimmt. Also der wird schon, ich denke mal schon, dass ich habe mir gedacht, der wird schon wahrscheinlich noch was steigen irgendwann. Weil so schnell wird wahrscheinlich ein Russentorwart nicht wieder als IF kommen. Vermute ich zumindest mal. Die werden ja genauso stiefmütterlich behandelt, die Liga, wie die Bundesliga. Alter. Also ihr habt quasi die Liga der Verstoßenen zweimal ausgewählt als Verein. Von EA zumindest, für die EA-Spieler. Ja, ja, stimmt, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Ja, komm! England kriegt zwei EFs diese Woche. Für ein 4-0 gegen San Marino, aber Deutschland kriegt nicht ein EF für ein 6-1 gegen Irland. Also Irland und San Marino ist ja noch ein kleiner Unterschied. Schon irgendwie. Aber ne, müssen wir die Packs am Leben halten? Damit man ja, aber da macht man dann so Scheiße. Ja, gut, die sind auch scheiße, die EFs mit Well. Also sind jetzt nicht so geil. Naja, eigentlich sind die ziemlich kacke, ja. Weiß nicht. Überhaupt, eigentlich nur der Jordi Alba ist, glaube ich, der halbwegs interessante. Ach komm schon. Ich weiß, also richtig der Pedro wird wahrscheinlich nicht so geil sein. Da liegt der Raum für Karim Benzema. Na, oh. Karim Benzema. Ich hab mir den mal angeguckt, die Werte, die sind gar nicht so geil von Benzema. Ich dachte, der wäre geiler. Wobei 85 Tempo ist schon nice für einen soliden Stürmer. Hatte der nicht irgendwie mal 88 oder so als Tempo letztes Jahr oder 89 sogar? Kann sein, dass das der vom EF war, den gab's ja auch EF. Ach Mann, da dachte ich, du gehst direkt nach oben. Verdammt! Jawoll, ey, der Eto'o ist echt übel. Mhm. Oh, nein. Was war das denn? Cooler dann tanzt er da auch noch da drum. Um das Bälleken. Also. Damn! Ja, da habe ich ja nur Tabula Rasa in der ersten Minute gehabt. Oder ja, das war der Überraschungseffekt, ey, alter Vater, ey. kann damit rechnen, dass die so flitzen gehen, ey. Muss man ein bisschen safer spielen. Ja, ich habe ja nur 7 Schüsse aufs Tor gehabt. Der Torwart ist echt gut. Aber zwei richtig gute Chancen hatte ich sonst ja auch noch nicht so wirklich. Geile Dinger. Nein! Ach, was war das denn für ein Lapscher-Pass, ey? Na, jetzt kommt hier wieder. Der Honda ist auch so eine fiese, schnelle Sau. Der ist 81 Tempo, der ist gar nicht so schnell. Ich meine, er war aber. Gibt schnellere. Relativ also gibt schnellere in ZOM. Ich dachte mir, ich hole mal hier so ein.
Mr. Sushi. Dachte, Japaner im Dortmund-Trikot ist eigentlich ganz nett. Alter, wieso lässt er mich denn nicht an den Remis? Dann gibt er mir wieder den Spieler nicht. Nein. Oh! Ah! Oh! Oh! Wie, nee. Das war Glück. Das war jetzt der Überraschungseffekt. Mann, dann macht er den nicht rein. Alter, dann schauert das echt gut. Sonst macht der Nassi den von da immer rein, wenn ich den anschlänze. Dann macht er nämlich so einen komischen Schuss, der Nasri. Schießt er ihn eben mit der Picke ganz komisch. Komm, wirf schon. Ja, ich muss erst mal gucken, wohin. Ja, auf jeden Fall, Jay. Wolltest du zur Eckfahne schießen? Also, komm, hier, ne? Ich will nachher mich brüsten mit Torschancen. Wahrscheinlich hat die nicht mal, die wird wahrscheinlich nicht mal gezählt haben. Nee, natürlich nicht. Ja, Schuss aufs Tor definitiv nicht, aber wer weiß, ob das ein Schuss war. Gott, wie schlecht. Vielleicht. Mach, Mann! Sind die Verteidiger denn wenigstens da? Zwei Nicht-Litzer, ne? Was denkst du, wo wie die sind? Ja, aber schnell und gut. Ich hab Sonnenbrand, Sonnenbank-Flavor Bruno Alves im Team. Und der ist eine 68-Tempo-Mannschaft, Spieler. Und da habe ich mir doch irgendwie so einen 76er geholt. Hulukan oder so heißt der. Der hat wenigstens 77-Tempo, aber dafür kann er nicht deffen. Also. Oder ich könnte, wie gesagt, mir diesen. Das lässt er sich anschießen, der Loris. Könnte mir diesen Innenverteidiger mal reinhauen. Den IF-Innenverteidiger, den ich jetzt geholt habe von der russischen Mannschaft. Der hat aber nicht die 4-1-2-1-2-Aufstellung und hat 55 Tempo. Das schreckt mich ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Spiel ja, lieber ich mit mir, schlechter. Würde ich mir vielleicht auch nochmal überlegen dann. Naja, das. Und vor allem, Mann, also so bislang steht ja die Null, ne? Also bis. Oh, das war's. Nein! Lol. Alter, ich guck dir Ficker, Akinfev? Oder Akinfev? Was geht wieder aus? LOL! Boah, was war das denn? Das war ja wie gestern mit Subotic, nur der reingegangen. Ja, genau, der Seitenzirkel. LOL. Oh Gott, jetzt geht er auf den Sack. Das. Nice. Schön. Ach, scheiße. Das war gut. Fuck, fick. Habe ich jetzt so langsam die Abwehr hier geknackt, oder was? Na, gleich dich. Mit Ansaldi. Okay, vielleicht. Mein Gott, was war das denn? Kennst du diesen Weltspieler? Ja. Alter! Die Abwehr ist echt noch ein bisschen Chaos, ne? Bisschen? Mist! Solange die 1 da am Ende steht, ist mir das egal. Verdammt! Das hätte jetzt sein müssen. Jawoll! Scheiße, was war das denn? Gut, dass du nicht gelupft okay. hast. Okay. Ja. Ich vielleicht drauf kommen können. Na, oh, der war scheiße, der Pass. Hä? Und dann auch noch abseits. Super. Was soll das denn jetzt? Ich hatte doch den Ball. Das ist nicht. Boah, Alter, wie lange er braucht, um den zu hinzulegen. Mana konnte ich noch nicht mal mehr lupfen. Alter, wie der. Deft hier. Ja, komm, lauf erstmal nach außen, genau. Nein, oh gut, dass er nicht geschossen hat, okay, hat eh nichts gebracht. Also seine Verteidiger, die checken das nicht so, wenn meine Spieler da so rumlaufen. Der Regen nee. Könnte ja einfach weiter geradeaus laufen, da hat den gar nicht also die Verteidigung ist awesome, muss ich sagen. Also, da liegt deine Schwachstelle. Ja, also im Sturm mit Eto'o kann auch keine Schwachstelle vorhanden sein eigentlich. Ärgert mich nur, dass ich nach den zwei Toren jetzt nicht mal irgendwie nachgelegt
nachlegen konnte. Und jetzt, jawohl, jetzt ist nichts mehr miteinander. Ja, sicher, Alter! Das war wieder First Touch Control angenommen und dann kann er den richtig nice reinzwiebeln. Das hat bis jetzt immer geklappt. Das ist voll der gute Trick. Kann ich euch nur nahelegen. Lange Wichsbälle. Ja, deine Spieler kommt da irgendwie nicht so drauf. Boah. Dass man da irgendwie hinterher rennen muss. Und meine lassen irgendwie alles offen, ja. Och, jetzt stopp doch nicht so krass. Verdammt. Nein! Nein. Oh, Mann. Sonnenbank-Flavor. Das war knapp, Jay. Weiß gar nicht. Das sieht, der Bruno Alves sieht auch aus, als ob der eine Pigmentstörung hat. Ich beleidige den. Das ist wahrscheinlich irgendeine Behinderung oder so. Eine Krankheit, ja. Ich den Sonnenbank-Flavor. Ja, der sieht halt wirklich komisch aus. Ja, super. Jetzt geht's los, ey. Jetzt hab ich ihn. Also das war eine CFs Torwart sehr unwürdig gerade, die Aktion, beziehungsweise das war FIFA unwürdig. Ja, das war die FIFA Mega Engine. Ja, mein Benzema tricks mit der Schulter und schlänzt den dann am Torwart vorbei. Mhm. Die haben so einen Bro-Gruß gemacht mit Schultern, ne? Ja. Ach ist doch scheiße. Ja, ist ja eh doch nur die Ersatzmannschaft hier, ne? Dafür war es eigentlich ganz gut am Anfang. Muss ich echt sagen. Überraschungseffekt halt, ne? Das war's dann. Habe ich die Zauberei gekriegt und jetzt verkacke ich volle Kanne. Alter, wollt ihr mich verjuckeln? Eigentlich darf ich nicht den Ausfall. Was war das denn für ein Schuss, ey? Alter, wieso kriege ich denn nicht den Bier? Ruhe, Bas. Boah. Nein! Was ein geiler Schuss. Ja. Was ein netter Schuss. Blöderweise fehlt mir halt ein Tor und das ist die 90. Ne? Ja. Das ja, ein Arsch! Das wäre jetzt gewesen, ey. Wofür pfeift der Wichser denn dann noch an? Ich wollte gerade sagen, ey, das hättet jetzt noch werden müssen. 82. 83. 89. Oh Mann. Das Spiel hat sich auf jeden Fall in der letzten Minute entschieden. Ah, King BF hat eine 9-0. Ah, der Dumia, der war echt gut. Die sind alle ganz gut. Und Honda und Eto. Aber der Diarra, der ist doch kacke, oder? Den habe ich mir extra auch nicht geholt. Ja. Ist ja auch Franzose. Was soll ich denn machen? Wie gesagt, man hat halt nicht so viel Auswahl, da gibt es nichts Glitzerndes. Ich glaube. Aber nicht schlecht. Aber er hat ja nur 400 Münzen gekostet, ne? Also das war schon. Also dafür ist das schon. Ganz schön teurer Spieler, ne? Ja. Man sich das mal so überlegt, ey. Ja, alles, was nicht ein toller Spieler ist, geht ja irgendwie für 400 mal locker weg. Ja. Also eine halbwegs vernünftige Mannschaft könnt ihr euch auch mit wenig Geld zusammenbauen. Quasi einmal Benzema kaufen oder... Benzema kostet aber auch 75.000. Der kostet viel wie meine ganze gesamte Mannschaft. Ja, meine ich ja. Einmal Benzema kaufen oder direkt so eine russische Mannschaft. Ja, das ist schon... Ist schon nicht ohne. Ja. Kauft vor allem die EFs, wo Dr. J drunter steht. Weiß nicht, wann dieses Video aufkommt, aber ich habe einen Suarez EF im Angebot. Der ist gerade draußen für drei Tage. Weiß nicht, also der verkauft gerne englische Spieler auch mal zwischendurch. Ja, Ramirez ist auch noch gerade da, zufällig. Und Aguero. Ja, mal schauen. Das wird bestimmt nicht das letzte Russen-Mafia-Match gewesen sein. Naja, ich guck mal, aber bin ich noch ein ZDM? Ja, wir schauen mal weiter nach Spielern. Werte. Wer? Der hässliche Diarra. Der vom noch hässlicheren Khedira verdrängt wurde. Ach so. Ja. Ich glaube, ich mach mal eine Griechenliga.
Also bleibt gespannt, was der Jay beim nächsten Mal auffährt. Die saudi-arabische Liga. Ja, irgendwie sowas. Mega geil. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.